die Wohnungszeitung hat, ist der bestimmende Faktor im Zeitungsmarkt. Und wenn du darüber hinaus, wenn du darüber hinaus einen TV-Sender noch lukrierst, bestimmst du alles. Der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel wurden heimlich aufgenommene Videos zugespielt. Diese Videos wurden auf Ibiza aufgenommen im Sommer 2017 und das war kurz vor den Nationalratswahlen in Österreich. Und auf den Bildern sehen wir den damaligen und heutigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und sein Adlatus Johann Gudenus, wie sie eine Frau treffen, die sich als sehr, sehr reiche Russin ausgibt. Eine Russin, die Geld aus fragwürdiger Quelle in Österreich investieren will, und zwar in die Kronenzeitung. Und da merkt man, dass Herr Strache sehr, sehr schnell sehr interessiert ist. Also schau, wenn das Medium in zwei, drei Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Geld hat er einmal uns pusht, ja, eben, dann hast du eh, dann machen wir nicht 27. Wir sind also jetzt hier in dieser Villa auf Ibiza im Wohnzimmer und auf einer, in einer Couch-Ecke sitzen Herr Gudenus, Herr Strache, die Ehefrau von Herrn Gudenus und Ihnen gegenüber, nicht im Bild hier, die vermeintliche Russin und ein Mittelsmann, der vor allem für die Russin übersetzt. Die Vision ist dann ein österreichisches Boulevardblatt, das ganz auf FPÖ-Linie ist. Die Vision heißt aber auch, und das sagt Herr Strache auch sehr, sehr deutlich, dass einige Journalisten, und man kann davon ausgehen, dass er die sehr, sehr kritischen meint, gehen müssen und dass die ersetzt werden sollen durch Journalisten, die Herr Strache und Herr Gudenus gut finden. Ja, na schau, wenn Sie, sobald Sie eine andere Zeitung übernimmt, sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen müssen und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden, diese drei, vier Leute, die müssen abserviert werden. Und der Grüne, der ist gut so. Wie man das jetzt? Und wir holen gleich einmal fünf neue Reihen, die wir aufbauen. Ja. Und das, Herr Strache thematisiert auf diesem Video ganz klar, was er sich wünscht für Österreich. Er wünscht sich eine Medienlandschaft wie in Ungarn. Er will Zeitung und Fernsehsender auf Linie bringen und was Österreich angeht, hat er da einen Fernsehsender ganz klar im Visier. Und das ist der ORF, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das für die FPÖ und Strache schon seit langem ein Feindbild ist. Würde denn wir in einer Regierungsbeteiligung sein, würden wir uns sogar vorstellen können, einen Sender zu privatisieren. Wir können privatisieren. Da ist natürlich, da gibt es dann Interessenten, unterschiedliche Marktbeschäftigte, wer auch immer. Ja? So, aber wir könnten uns vorstellen, den ORF völlig auf neue Beine. Die vermeintliche Russin, die Herr Strache und Gudenus da auf Ibiza getroffen haben, die macht auch ziemlich klar, dass sie eine Gegenleistung will für die Unterstützung der FPÖ. Und diese Gegenleistung wird über mehrere Stunden, da werden mehrere Optionen diskutiert. Eine der wichtigsten Optionen und auch der, ich denke, brisantesten ist, er will einem Unternehmen, einem der größten Bauunternehmen Europas, der Strabag, staatliche Aufträge entziehen. Dafür soll dann die Russin oder beziehungsweise eine Firma der Russin, die Russin quasi gründen soll, dann einfach Staatsaufträge kriegen. Also der Deal ist quasi, du hilfst uns und dafür kriegst du dann Staatsaufträge vom österreichischen Staat. Entschuldige, dann sage ich, jeder soll sich nämlich eine Firma wie die Strabag gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, sind dann. Ja, so, und über diese Geschichte reden wir. Ich bin Hartenstein wirklich nicht. Dazu muss man wissen, dass einer der Anteilseigner der Strabag ein Herr namens Hans-Peter Haselsteiner ist. Das ist ein Liberaler, der ist auch ein politischer Gegner von Strache. Und da sagt Strache jetzt ganz klar, der soll keine Aufträge mehr kriegen, sobald die FPÖ an der Regierung ist. Das Erste in einer Regierungsbeteiligung, was ich dazu sagen kann, ist, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge. Zu später Stunde geht es dann auch darum, wie sich die Russin am Ende, wenn sie quasi auch wieder ihren Dank gekriegt hat für die Unterstützung, wie sie sich dann wieder bei der FPÖ bedanken könnte. Und da geht es dann um Spenden an die FPÖ. In Österreich werden Spenden ab einer gewissen Höhe, müssen die offengelegt werden. Und Herr Strache und Gudenus stellen hier aber einen neuen Weg in Aussicht. Einen, der am Rechnungshof, wo man es eigentlich offenlegen müsste, vorbeigeht. Statt an die FPÖ soll nämlich an einen gemeinnützigen Verein gespendet werden, der aber wiederum im Endeffekt nur eine Front der FPÖ ist. Nein, das hat nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldung an den Rechnungswahlverein. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Ich bin nicht mehr der Es gibt ein paar, und das der Vermögende, die zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. An der Stelle muss man es mal ganz klar sagen, das ist erstmal nur eine Behauptung von Herrn Strache und Gudenus. Es ist nicht klar, ob dieses Geld tatsächlich floss, dieses geheime Spendengeld.
Was aber das ganz Interessante von dem Video ist, hier sehen wir zwei sehr, sehr hochrangige österreichische Politiker. Einer von denen ist mittlerweile ja der Vizekanzler, nämlich Herrn Strache, wie sie um russisches Geld aus angeblich dubiosen Quellen regelrecht buhlen, wie sie Gegenleistungen in Aussicht stellen, Gegenleistungen, die zum Teil der Parteilinie der Offiziellen widersprechen, Gegenleistungen, die fragwürdig sind und Gegenleistungen, die womöglich sogar illegal sind.